Notarzteinsatz in Heidelberg. Es ist kurz nach neun, vor zwei Minuten kam der Anruf. Ein Mann in Panik, Fritz Zernig, fand seine Frau Carola hilflos am Boden liegend vor. Halbseitig gelähmt, Sprache kaum zu verstehen, ein Mundwinkel herunterhängend. Sofort in die Kopfklinik der Universität, entscheidet der Notarzt, denn die Anzeichen sind untrüglich. Dann müssen die Alarmglocken klingeln, dann ist ein Schlaganfall zu vermuten. Über 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland. Es kann jeden treffen, an jedem Ort. Jeder fünfte endet tödlich. Bei den anderen die Angst vor bleibenden Schäden. Und immer heißt es, jede Minute zählt. Zeit ist Gehirn, das gilt absolut. Seit kurzem verfügen Ärzte in mehreren großen Kliniken über eine Technik, mit der sie Blutgerinnsel aus verstopften Hirnarterien entfernen können. Welche Patienten von dieser neuartigen Behandlung profitieren, zeigt dieser Film. Heidelberg am Neckar. Schräg gegenüber der berühmten Altstadt der riesige Komplex der Unikliniken. Was erwartet Menschen, die in die Kopfklinik, Deutschlands größtes Schlaganfall-Akutzentrum, eingeliefert werden? Um das herauszufinden, haben wir uns eine Woche hier einquartiert. Die Chancen, einen Schlaganfall ohne bleibende Behinderung zu überstehen, sind heute so gut wie nie zuvor, haben uns die Heidelberger Ärzte versichert. Gilt das auch für Carola Zernig? 15 Minuten nach Alarmierung der Rettungszentrale wird sie in die Notfallambulanz der Kopfklinik eingeliefert. Der Kampf gegen die Uhr läuft. Carola Zernig ist 55. Noch vor wenigen Wochen spielte sie unbeschwert mit ihrem geliebten Enkelkind Sheila. Ihr Mann hielt alles mit der Kamera fest und die Welt war in Ordnung. Doch nun aus heiterem Himmel der Schlag, der droht, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Heute Morgen kam sie nicht runter. Ich bin dann hochgegangen, lag sie an der Tür. Die Tür war offen. Bin dann natürlich erschrocken. Hab sie angesprochen. Ich habe gemerkt, sie lallt so. Ja. Jetzt habe ich sie gefragt, bist du schlecht oder was ist? Hab das Kinn ein bisschen hochgehoben und habe gesehen, dass die rechte Hälfte also ja, so ein bisschen runterhängt. Und da war das Erste, da muss ein Notarzt her. Die Anzeichen richtig gedeutet. Alles richtig gemacht. Jetzt ist seine Frau wach, aber sie wirkt kraftlos und abwesend. Untersuchung abgeschlossen, das heißt auf dem schnellsten Weg in die Radiologie. Carolas Ehemann steht immer noch unter Schock. Und es kam wirklich von jetzt auf nachher. Und das war ja, ist ja für mich das Schlimme. Ja. Dieses nicht wissen, was ist. Wenn jemand krank ist, so weiß man, er hat was und ja, hat Rippenfell oder sonst irgendwas, dann bewegt man sich halt ein bisschen anders. Aber so hilflos und so da zu liegen, das war furchtbar. Den Kopf mal ein bisschen anheben. Gleich wird sich entscheiden, wie es mit Carola Zernig weitergeht. Der Arzt aus der Notfallambulanz informiert unterdessen die Kollegen in der Neuroradiologie. Also sie hat um 22 Uhr ist sie gesund zu Bett gegangen, um 2 Uhr aufgewacht. Da hat sie schon gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, hat aber nichts gesagt. Und um 9:15 ist sie dann aufgestanden, gestürzt. Und da ist dann der Rettungsdienst alarmiert worden. Bei einem Schlaganfall kommt es zu einer plötzlichen Minderdurchblutung bestimmter Teile des Gehirns. Ursache ist meistens der Verschluss einer Hirnarterie durch ein Blutgerinnsel. Aber auch eine Hirnblutung aufgrund eines geplatzten oder eingerissenen Gefäßes kann einen Schlaganfall auslösen. Carola Zernig liegt noch in der MRT-Röhre. Was zeigen die Aufnahmen von Hirngewebe und Arterien? Wenn das geklärt ist, können die Ärzte sie gezielt behandeln. Das hier ist der Schädel, das hier ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Und das Graue, das ist hier alles Hirngewebe. Das, was hier so hell leuchtet, das ist der Infarkt, der da abgelaufen ist. Das nennt man jetzt hier auch letztendlich Infarktkern. Das heißt also, dieses Gewebe, das ist untergegangen und das wird nicht mehr rettbar sein.
Was man aber auf den MR-Bildern auch sieht, ist, dass sie um diesen Infarktkern ein sehr großes Gebiet hat, das potenziell noch rettbar ist. Dieses weiße Areal hier, das ist also alles ein Gebiet sozusagen, was gefährdet ist und was untergehen wird, wenn man jetzt nicht das schafft, da zu intervenieren. Ursache der ganzen Sache ist ein Verschluss eines großen Hirngefäßes. Und hier ist die linke Seite und man sieht hier schon auf den Bildern, dass hier auf der rechten Seite die mittlere Hirnarterie gut zu sehen ist. Auf der linken Seite sieht man die nicht. Da sitzt ein Thrombus drin hier in diesem Gefäß. Und jetzt ist die Idee folgende. Das heißt also, die Patientin wird jetzt systemisch intravenös behandelt mit einem Medikament, das blutverdünnend letztendlich ist und was diesen Thrombus auflösen soll. Bei einer Hirnblutung wäre das blutverdünnende Medikament lebensgefährlich. Aber zum Glück hat Carola Czernik keine Hirnblutung, sondern ein Blutgerinnsel. Dessen Auflösung steht nun nichts mehr im Weg. Das ist diese blutverdünnende Therapie. Aktelyse ist ein Medikament, was Blutgerinnsel auflösen kann. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Und deswegen haben wir für die Patientin noch vorgesehen, dass man mechanisch diesen Thrombus versucht zu entfernen. Das wissen wir, dass bei den großen Gefäßverschlüssen die Behandlung alleine mit der Lysetherapie nicht ausreicht. Die Behandlung dauert knapp eine Stunde. Noch während die Auflösung läuft, wird Carola Czernik zur mechanischen Entfernung des Blutgerinnsels in den OP geschoben. Ihr Mann klammert sich an den Gedanken, dass die Ärzte den Wettlauf mit der Zeit gewinnen. Sie hat zwar Gefühl, dass ich habe ihr jetzt mal die Hand gegeben und so, also sie reagiert. Insofern bin ich im Moment eigentlich zuversichtlich, hoffnungsvoll, dass es wieder einigermaßen wird. Die Neuroradiologen der Klinik werden nun mit einer aufsehenerregenden neuen Technik arbeiten. Damit wollen sie die Durchblutung des vom Untergang bedrohten Hirngewebes wiederherstellen. Carola Czernik ist nicht in Narkose. Über eine Atemmaske wird ihr lediglich Sauerstoff zugeführt. Thrombektomie heißt das Verfahren. Herausziehen des Blutgerinnsels aus der blockierten Hirnarterie. Durch einen kleinen Hautschnitt schiebt Dr. Möhlenbruch einen Führungsdraht in die rechte Leistenarterie. Unter Röntgenkontrolle gelangt der Draht über Bauch- und Brustschlagader am Herzen vorbei in die Halsschlagader der betroffenen Seite. Hier geht es weiter in die mittlere linke Hirnarterie. Jetzt wird der Führungsdraht zwischen Gefäßwand und Blutpropf vorgeschoben. Nun folgt ein feiner Katheter fast bis ans Ende des Führungsdrahts. Der Arzt zieht den Draht zurück und ersetzt ihn durch einen sogenannten Stent Retriever. Das ist ein Draht mit einem winzigen Gitterkörbchen. Jetzt wird der Katheter zurückgezogen. Das Gitterkörbchen entfaltet sich. Der Blutpropf drückt sich durch die Maschen. Nun kann er Richtung Leiste gezogen und herausgenommen werden. Den Hauptübeltäter, den haben wir schon rausgeholt. So. Selbst ein kleines Blutgerinnsel blockiert die Sauerstoffzufuhr. Funktionen wie Bewegen, Sprechen, Fühlen oder Gedächtnis können schlagartig ausfallen. Bei Carola Czernik konnten die Ärzte den Blutpropf wie geplant herausziehen. Auch in ihrer linken Hirnhälfte fließt das Blut nun wieder ungehindert. Ja, ist alles wieder auf. Frau Czernik, wir sind fertig. Ja? Hat alles prima geklappt. Ja? Das Gefäß oben im Kopf ist wieder auf. Ja? Das Blut läuft gut durch. Haben Sie ganz prima gemacht. Carola Czernik hat Glück. Die Ärzte in Heidelberg und einigen anderen großen Kliniken beherrschen die neue Technik bereits. Doch woanders, vor allem in kleineren Häusern, ist das mechanische Herausziehen der Blutgerinnsel noch kein Standardeingriff bei Schlaganfällen. Keine Zeit zum Durchatmen. Notarzt und Rettungswagen werden zum nächsten Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall gerufen. Dimitrios Tsakaloglu, Besitzer eines Cafés in Heidelberg, konnte mit letzter Kraft 112 und seine Ex-Gattin anrufen. Am selben Morgen war der 71-jährige Mann zu einer Untersuchung in der Klinik gewesen. Kaum wieder zu Hause, traf ihn der Schlag. Er hat mich per Telefon benachrichtigt, dass er unbedingt einen Arzt braucht. Und ich habe an der Stimme erkannt, dass es sehr ernst ist und habe gesagt, ich bin sofort da, habe aber gleichzeitig den Notarzt gerufen,
mein Sohn angerufen und wir kamen im Grunde genommen fast zur gleichen Zeit an. Nur wir hatten alle keinen Schlüssel und mussten dann die Tür eintreten, um zu ihm durchzukommen. Ich bin über den Balkon gestiegen und habe ihn da liegen sehen, habe auch gesehen, dass er noch reagieren kann, habe ihn immer aufgefordert, dass er mir die Tür öffnet, aber ich wusste, das kann er nicht. Er kann nicht hoch, er hat sich am Boden entlang gerobbt, aber ich wollte halt auch, dass er bei sich bleibt, bis die anderen kamen und es ging ja dann ziemlich schnell. Diagnose: ein Blutpfropf in einer großen Arterie der linken Hirnhälfte. Das erklärt, warum Dimitrios Tsakaloglu eine Schwäche auf der Gegenseite, also im rechten Arm und Bein hat. Auch Wortfindung und Sprechen sind beeinträchtigt. Innerhalb weniger Minuten gelingt es den Ärzten, den Blutpfropf mit dem Führungsdraht zu passieren. Jetzt muss zügig der Draht mit dem Gitterkörbchen, der Stent Retriever, nachgeführt werden. Der Stent Retriever ist jetzt oben. Jetzt warten wir gerade 2-3 Minütchen. Das Gitterkörbchen hat sich entfaltet. Jetzt kann der Blutpfropf herausgezogen werden. Erneut zeigt sich, was ein wenige Millimeter langes Blutgerinnsel im Gehirn anrichten kann. Hier sieht man wieder schön, vorher war hier der Gefäßverschluss. Ja, und das ist jetzt alles wieder auf. Ja, insofern sind wir jetzt auch fertig. Na, hier ist es. Gut, kannst du mal die Arme anheben? Und der andere, was macht der andere? Aha, da geht wieder alles. Hä? Mal beide Arme hoch. Ja, hat der Handykabel. Wunderbar. Ja, alles klar. Gut. Sagen Sie mir mal Ihren Namen. Ich muss mich klammern. Ja, wunderbar. Klappt auch alles wieder gut. Ja, alles gut. Hat alles gut geklappt. Ja, ganz prima. Haben Sie ganz prima mitgemacht. Ja, super. Das war das Gefäß, was vorher verschlossen war, das ist jetzt komplett wieder eröffnet. Man sieht schön den Abstrom in die Peripherie. Und bei dem Patienten war es jetzt so, dadurch, dass der Gefäßverschluss nur so kurz bestand, nämlich eine Stunde, und wir das Gefäß auch sehr schnell wieder aufbekommen haben, hat er sich dann auch sehr gut wieder erholt. Also grundsätzlich ist es so, wenn die Patienten unmittelbar nach Gefäßeröffnung wieder diese guten Funktionen haben, im Sinne von Sprechen, Bewegen, dann hat er auch eine sehr gute Chance, dass sich das gut zurückbilden kann. Ja. Können Sie mal bitte das rechte Bein nach oben halten? Geht das? Okay, super. Und das linke Bein mal bitte? Perfekt, super. Wenn ich so rüber streiche, rechts oder links? Beides gleich. Beide Seiten. Okay. Bitte hier nochmal. Gut. Können Sie nochmal das linke Bein hochnehmen, mit der linken Ferse auf Ihr rechtes Knie tippen und auf dem Schienbein hoch und runter rutschen. Gut. Und andersherum auch bitte. Okay, klappt auch super. Sehr gut. Können Sie mir noch verraten, wie alt Sie sind und welchen Monat wir haben? Also, ich bin am 3.43 geboren. Okay. Können Sie mir noch mal sagen, was das hier ist? Handy, genau. Okay. Weil die Sprache ist noch so ein bisschen eher verwaschener, oder vielleicht fallen Ihnen mal so ein paar Wörter nicht ein, ja? Am Gesicht sieht man noch ein ganz bisschen was, aber sonst ist das sehr schön und sehr gut geworden. Ja, das ist super geworden. Dimitrios Tsakaloglu erlitt vor 25 Jahren seinen ersten Schlaganfall. Damals war er Mitte 40 und überstand alles gut. Auch jetzt ist er zusammen mit Sohn Alexander und Ex-Gattin Barbara zuversichtlich. Also Entwarnung, Gefahr vorüber? Das kann in den ersten Tagen nach einem Schlaganfall niemand versprechen. Wilma Schmidt lebt in Weinheim, gut 20 Kilometer nördlich von Heidelberg. Sie ist 79 und wohnt allein mit ihrem schwerkranken Mann zusammen. Ihr Sohn findet sie an diesem Morgen gegen 9 Uhr hilflos in der Wohnung vor und alarmiert sofort den Notarzt. Der befindet Verdacht auf Schlaganfall. Auf dem schnellsten Weg in die Heidelberger Kopfklinik. Gegen 10.30 Uhr trifft Wilma Schmidt in der Notfallambulanz ein. Frau Schmidt? Wissen Sie, ob Sie Medikamente nehmen, die das Blut verdünnen? Nein. Nehmen Sie keine? Nein. Jetzt müssen wir nur noch kurz aufs MRT warten. Ne? Da ist gerade noch ein Patient drin, der ist in 30 Sekunden raus.
Auch bei Wilma Schmidt werden umgehend Aufnahmen von Gewebe und Arterien des Gehirns gemacht. Erst dann wissen die Ärzte, ob der Schlaganfall durch ein verstopftes Gefäß oder eine Hirnblutung ausgelöst wurde. Aber wie viel Hirngewebe ist bereits untergegangen? Also ein sehr, sehr kleiner, lakunärer Infarkt im Grunde. Und bei dem Ast, der jetzt quasi verschlossen ist, der würde eigentlich ein viel größeres Gebiet versorgen, sodass wir eigentlich in der Perfusionsbildgebung sehen müssten, dass das Gebiet minder versorgt ist. Ist es aber nicht. Da heißt, da haben sich schon Umgehungskreisläufe ausgebildet, sodass im Grunde das Hirngewebe von der Durchblutung das jetzt kompensieren kann. Momentan aber, sage ich mal, der Patient eben doch schon beeinträchtigt ist. Ja. Aber dadurch, dass im Grunde alles Hirngewebe um diesen Infarkt gut durchblutet ist, hat er eigentlich auch eine ganz gute Chance, sich wieder davon zu erholen. Wenn Wilma Schmidt sich gut erholt, hat sie das auch der Geistesgegenwart ihres Sohnes zu verdanken. Ja, als ich zu ihr kam, heute Morgen so gegen 9 Uhr, da habe ich halt bemerkt, dass sie erstmal nicht ansprechbar war und dass sie auch keine Antworten gab auf Fragen. Und habe ich auch gesehen, dass der Mundwinkel nach unten hing. Also total ungewöhnlich. Das war immer, ich sag mal, eine gerade Linie. Und da kam halt der erste Verdacht, dass ein Hirnschlag vorliegt. Kleines Gerinnsel, nur ein kleiner Infarkt, deshalb keine OP, erklärt Professor Ringleb, Leiter der Schlaganfallstation. Frau Schmidt ist dann, nachdem das Kernspinnen gelaufen ist, mit dem Medikament zur Gerinnselauflösung, der sogenannten Aktylyse, behandelt worden. Wir haben hier oben den Eindruck, dass das Sprechen schon wieder etwas besser geworden ist. Zumindest mal kann man sich rudimentär mit ihr unterhalten. Auch die Schwäche des rechten Armes, man sieht, sie legt den rechten Arm spontan hinter den Kopf, als wäre es ein Kopf, um das Kopfkissen zu halten. Das macht jemand, der eine Lähmung im Arm hat, üblicherweise nicht. Auch das kann man als Zeichen werten, dass da schon eine Besserung eingetreten ist. Die Tatsache, dass es besser geworden ist, auch so zügig, spricht dafür, dass das Gefäß, was initial verschlossen war, zumindest zum Teil wieder aufgegangen ist. Mhm. Inwiefern das rechtzeitig gewesen ist, sodass der Schlaganfall nicht hat wachsen können, das wird man dann morgen auf den Bildern sehen. Ja. Morgen früh kommt die Krankengymnastik, wird direkt mit ihr Gehübungen gemacht, auch der Arm wird beübt, die Sprachtherapie wird vorbeikommen. Sie hat offensichtlich noch eine Sprachstörung, sie spricht nach wie vor sehr undeutlich, aber inhaltlich besser. Viele dieser Patienten haben auch eine Schluckstörung, das heißt, morgen früh wird eine der wesentlichen Aufgaben sein, zu überprüfen, ob sie essen kann. Und dann werden wir, je nachdem, wie sie sich entwickelt, organisieren, dass sie dann von hier aus in eine Reha geht oder eben auch ambulant zu Hause eine Reha bekommt. Ich nehme dich gleich wieder mit. Ja. Magst du mit? Ja. Nee, die muss schon ein paar Tage da bleiben. Ein Schlaganfall bedroht vor allem Menschen ab 65, so die Statistik. Aber der Schlag kann auch einen kerngesunden 15-Jährigen treffen. Das erfuhr Lukas Boll vor 7 Jahren beim Fußballspielen. Hier war das ungefähr. Hier kam die Flanke von links. Und ich bin irgendwie Flugkopfball habe ich gemacht. Und dann kam halt der Torwart raus. Und dann lag ich halt hier für ein paar Sekunden. Hab erst wieder reagiert, wo mich der Schiedsrichter gefragt hat, ob alles okay ist. Und kurz mich gewundert, so was war gerade in den letzten Sekunden, weil ich von da ab da nichts mehr wusste. Das Spiel lief weiter, ich habe noch 2 Tore gemacht. Am nächsten Tag bin ich einfach ganz normal, wie so ein 15-Jähriger aufsteht und so, habe Fernseher angemacht und so, hab ein bisschen was gegessen und mich dann irgendwo hingesetzt. Und als ich dann aufgestanden bin, kam der Schmerz in meinem Kopf. Den Schmerz kannte ich nicht bis dahin. Doch ausgerechnet an diesem Wochenende ist Lukas allein zu Hause. Mutter und Schwester sind zu Besuch bei Verwandten und der Vater lebt woanders. Dann hat mein rechtes Bein angefangen zu spinnen und so bin ich hingefallen. Dann mein rechter Arm, auf einmal wurde er taub. Von jetzt auf gleich ist es so, als ob das gar nicht zu dir gehört, wie so ein Fremdkörper, der hier rumschlackert. Dann habe ich dagegen gehauen, habe ich da reingebissen. So. Es kam kein Schmerz rüber, gar nichts. Eigentlich wusste ich zum Beispiel die Nummer von meinem Vater auswendig, den ich da anrufen wollte. Habe der ganze Zeit rumgedrückt auf den Hörer und so. Ich wusste nicht, was eine 7 ist. Ich wusste nicht mehr, was eine 1 ist. Ab da war, glaube ich, so, dass ich angefangen zu schreien habe. Da habe ich angefangen zu weinen. Einmal bin ich umgefallen und war dann halt bewusstlos, so für 2-3 Stunden. Und ja, es war einfach so wie ein Albtraum.
Am Nachmittag schellen zwei Mitschülerinnen minutenlang an der Haustür. Lukas wacht auf, kann rechten Arm und Bein wieder bewegen. Die Mädchen wundern sich über sein merkwürdiges Sprechen, halten es aber für einen Scherz. An Notarzt oder Krankenhaus denkt niemand. Am Montag, wo meine Mutter wieder kam und so, habe ich es dann nochmal geschildert. Und die hat gesagt, ja, wenn ich es nicht wüsste und wenn du jetzt alt wärst und so, würde ich sagen, du hättest einen Schlaganfall. Aber das passiert nicht mit deinen 15 Jahren. Und dann bin ich erstmal zu meiner Hausärztin gefahren. Der war es auch irgendwie komisch und so und hörte sich auch ein bisschen so nach Schlaganfall an. Und dann hat sie gesagt, okay, bevor ich dich wieder nach Hause schicke und so, schicken wir dich in die Kopfklinik. Dort stellte man einen von außen nicht sichtbaren Riss in der linken inneren Halsschlagader fest. Ein Bluterguss innerhalb der Gefäßwand schnürte die verletzte Ader ein. An der Engstelle bildete sich ein Gerinnsel, das ins Gehirn gelangte und dort den ersten Schlaganfall auslöste. 6 Tage später kam es sogar zu einem zweiten Schlaganfall. Danach klappte fast nichts mehr. Aber Lukas kämpfte und gewann. Nur einmal im Jahr muss er noch zur Nachuntersuchung zu Professor Ringleb in die Kopfklinik. Ich habe gesehen, es ist circa 10 Monate her, dass Sie das letzte Mal hier gewesen sind. Ist in der Zwischenzeit irgendwas vorgefallen? Nö, alles super. Alles super. Was klappt denn noch nicht so gut? Was ich noch merke am Defiziten ist halt, dass meine rechte Hand oder der Arm halt schlechter ist als der linke. Der Feinmotorisch ist da nicht so gut. Mhm. Kraft passt alles. Und wie ist das Gefühl? Gefühl ist halt ein bisschen schlechter als auf der linken Hand. Und beim Sprechen? Da fällt auch noch so ein bisschen auf. Genau, da fällt ein bisschen auf, aber ich bin zufrieden mit meiner Sprache. Aber ab und zu, ich habe halt eine Restaphasie. Ab und zu fehlen mir halt noch Wörter. Mhm. Sie sehen meine Finger sich bewegen. Ja. Ich wackel an der Seite mit meiner Hand und Sie sagen mir einfach, auf welcher Seite sich die Finger bewegen. Links, rechts, beide. Rechts, beide. Gut. Dann gucken Sie bitte jetzt hier auf meine Fingerspitzen und gucken mit den Augen den Fingern hinterher. Den Kopf lassen Sie ganz ruhig. Und wenn Sie irgendwie doppelt sehen oder ähnliches, unscharf, verschwommen, dann geben Sie mir Bescheid. Die Arme nach vorne heben. Augen können Sie gerne aufmachen. Mit voller Kraft nach oben heben. Gut. Mal so anwinkeln. Was machen Sie denn noch an Sport? Fitnessstudio. Ja, das merkt man. Fest ausstrecken. Gut. Und hier auch. Und dann bitte mal meine Finger, das geht dann schwierig, wenn es so zugekrampft ist. Fest zugreifen, richtig feste. Und mal schnell locker lassen. Das geht ganz schwer, ne? Okay. Gut, dann mal mit der rechten Hand so eine Klavierspielbewegung machen und mit der linken Hand. Haben Sie jetzt so ein bisschen umgeschult von rechts auf links, Herr? Ja, also ich bin jetzt... Sie schreiben jetzt mit? Genau, mit links. Mhm. Was aber komisch ist und so, dass ich noch die anderen Sachen mit rechts mache. Zum Beispiel Schneiden mache ich noch mit rechts. Schneiden, Zähneputzen. Genau. Links. Links. Ball fangen. Mit rechts. Beim Laufen, Joggen, Rennen irgendwie Schwierigkeiten, dass das Bein hinterher hängt oder ähnliches? Manchmal, wenn ich abends jogge und so, und dann bin ich am Tag viel gelaufen oder so, dann merke ich wenn das schon. Aber genau. Das Entscheidende für das Auftreten von dem Schlaganfall war letztlich, dass Sie hier dieses mittlere Gehirngefäß auf der linken Seite nicht mehr sehen. Das ist hier so ein Zipfelchen, da hört das auf. Da war ein Blutgerinnsel, von dort hat es sich abgelöst und hatte oben dann die Gehirnschlagader blockiert, was dann den Schlaganfall letztlich ausgelöst hat. Wir hatten damals versucht, das aufzumachen. Damals gab es diese Instrumente, mit denen man das jetzt heutzutage machen würde, noch nicht. Das sind so Drahtgeflechte, sogenannte Stents, mit denen man wirklich so Blutgerinnsel rausziehen kann. Die hatten wir damals noch nicht zur Verfügung. Damals haben wir es versucht, mit einem Medikament aufzulösen, was Blutgerinnsel auflösen kann. Und das war uns ja leider nicht gelungen. Wir hatten das einen Monat später zeigte sich im MRT, wie viel Gewebe in der linken Hirnhälfte durch die beiden Schlaganfälle zerstört wurde. Rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte und alles, was hier so weiß ist, diese ganzen Punkte, das ist untergegangenes Hirngewebe. Okay. Ja, also schon eine ganze Menge. Jetzt nicht so, dass man denkt, das ist eine lebensbedrohliche Situation. Dafür ist es zu jedem Zeitpunkt zum Glück klein genug geblieben. Aber schon so, dass man sich freuen kann, dass es, auch wenn es Jahre gedauert hat, doch zum Zustand gekommen ist, wo man ein nahezu normales Leben, wenn ich das so sagen kann und darf,
führen kann. Doch wie gut wird das Gehirn 7 Jahre nach den Schlaganfällen mit Blut versorgt? Wichtig ist, dass man sich das anhört, wie das eben der Halsschlagader fließt und das mit beiden Seiten vergleicht. Okay, jetzt den Kopf bitte ein bisschen nach rechts drehen. Wenn Sie sich erinnern, wie das auf der rechten Seite geklungen hat, dann ist das insgesamt, hat man den Eindruck, da fließt weniger durch. Es fließt definitiv was durch, das heißt, das Gefäß kann nicht zu sein. Hier hatten wir jetzt 3,9 gemessen, rechts waren es 5,0. Die beiden Halsschlagadern sind nicht immer wirklich exakt gleich. Wobei es schon so ist, dass wenn ein Gefäß über lange Zeit, und das sind jetzt 7 bis 8 Jahre, schlechter durchblutet ist, dass es dann auch wirklich etwas zusammenschrumpft. Das ist die linke mittlere Gehirnschlagader. Also die 2007 zwischendrin mal verschlossen war. Erstens mal ist sie offen. Das wissen wir aber schon länger. Und sie klingt sehr ähnlich wie auf der rechten Seite. Das heißt, es kommt nicht zu wenig Blut in der linken Hirnhälfte an. Was natürlich wichtig ist. Wenn man sich überlegt, wie das 2007 war. Habe ich schon was geschafft. Ne? Wahnsinn. Hätte man damals wahrscheinlich nicht immer gedacht, oder? Zurück zu Carola Czernik, die gestern von ihrem bedrohlichen Blutgerinnsel befreit wurde. Die Familie ist gespannt, wie es ihr heute geht. Die Reha beginnt in der Heidelberger Kopfklinik bereits einen Tag nach der Aufnahme, damit die Patienten möglichst schnell wieder auf die Beine kommen. Mit Ihrer linken Hand, den rechten Arm, fassen Sie den mal hinterm Rücken. Auf den müssen Sie aufpassen. Ne? Genau. Den legen Sie sich hier vorne. Okay. Und Sie folgen dem Arm mit den Augen. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Der gehört zu Ihnen. Den dürfen Sie nicht vergessen, auch wenn Sie den nicht merken. Okay. Ja? Okay. Weil sonst verletzen Sie sich daran und das tut dann weh. Ja? Okay. Und die Kerze auspusten. Probieren Sie das. Ja, genau. Wenn Sie das noch einmal probieren. Okay. Das reicht fürs Erste, ja. Oder? Ja, ich muss ja, das zweite Tag hier. Also ich denke mal, so morgen, übermorgen kann ich schon ein bisschen vorausgucken. Ja. Ich bin eigentlich überrascht, dass schon wieder so viel möglich ist und hoffe, dass es so weitergeht. Stück für Stück. Es gibt eine lange Arbeit, aber müssen wir durch. Auch bei Wilma Schmidt liegt der Schlaganfall erst einen Tag zurück. Ihre rechte Körperhälfte ist so geschwächt, dass 2 Krankenpfleger sie stützen müssen. Weil außerdem das Sprechen stark beeinträchtigt ist, arbeitet bereits heute eine Sprachtherapeutin mit ihr. Und jetzt möchte ich noch mal schauen, wie gut das Sprechen geht und wie gut Sie mich verstehen. Wir fangen mal ganz einfach an. Geben Sie mir bitte Ihre Hand. Und wir zählen gemeinsam von 1 bis 10. Fangen Sie mal an zu zählen. 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, sehr schön. Und jetzt mal zusammen mit mir ein lautes Hallo. Hallo. Sehr gut. Und guten Morgen. Jawohl. Sagen Sie mir mal, wo Sie hier sind. Sie suchen nach Wörtern, ne? Sie sind in Heidelberg. Heidelberg. Jawohl. Jetzt zeige ich Ihnen noch Bilder und Sie versuchen mir zu sagen, was Sie erkennen. Wenne, eine Wenne. Mhm. Sehr gut. Können Sie bitte die Zunge herausstrecken? Zeigen Sie mir mal Ihre Zunge. Jawohl. Sehr schön. Prima. Und jetzt schauen Sie bitte mal nach oben an die Decke. An die Decke. Wo ist die Decke? Schauen Sie mal nach oben. Ja, ja.
Können Sie das Wort hier lesen? Ja. Was steht da? Mhm. Solange die Patienten bei uns sind, erhalten sie jeden Tag Therapie. Das ist ganz unterschiedlich. Die Zeit, das hängt davon ab, wie es den Patienten geht, wie lange sie belastbar sind. Aber grundsätzlich wird jeder Patient täglich behandelt und manchmal auch zweimal. Dimitrios Tsakaloglu konnten die Ärzte am Vortag fast in Rekordzeit ein Blutgerinnsel aus einer verstopften Hirnarterie entfernen. Eigentlich hätte es für den Kaffeebesitzer nicht besser ausgehen können. Und es scheint so, als könne er in 2 Tagen wieder nach Hause gehen. In beiden Fällen habe ich ja Glück gehabt. So gut wie, ja, der Schlaganfall ist ja, davon hat jeder mehr Respekt. Wenn man dann natürlich nach so einem schweren Schlaganfall so ein gutes Ergebnis erzielt durch die Therapie, dann ist es natürlich auch für uns ein schönes Gefühl, weil wir natürlich auch sehen, wie schnell der Patient wieder fit wird. Doch dann wendet es sich für ihn zum Schlechten. Er bekommt einen weiteren Schlaganfall, den die Ärzte nur mühsam beherrschen. Jetzt ist es für ihn ein langer Weg zurück ins Leben. Wir werden sehen, wie es mit ihm weitergeht. Reha im Grünen, die Schmiederklinik am Stadtrand von Heidelberg. Carola Zernik versucht, wieder gehen zu lernen. Genau, super. Versuchen Sie auch mal, die Zehen ein bisschen weiter hochzuheben. Ah, dass Sie ein bisschen mehr auf der Ferse landen. Mhm. Genau. Super. Jawohl. Wie ist es? Aha. Bei einem Schlaganfall gehen Nervenzellen zugrunde und mit ihnen auch Wissen oder Fähigkeiten, die in ihnen gespeichert waren. Das zu akzeptieren fiel Carola Zernik am Anfang schwer. Inzwischen hat sie gelernt, wenn sie ehrgeizig trainiert, kehren viele Fähigkeiten nach und nach zurück. Ist jetzt hier mit dieser Schiene geht's ganz gut. Ja, ist halt nur, dass der Arm noch so schlaff ist, ne? Aber sonst geht's eigentlich sehr gut. Demnächst werde ich auch mit dem Ehemann das Üben hier an so einem Handlauf freigeben, dass sie einfach selbstständig außerhalb der Therapiezeiten noch zusammen üben können. Je mehr man selber tun kann, desto schneller ist in der Regel auch der Fortschritt. Ich habe das heute das erste Mal wirklich live gesehen in der Sprachtherapie oder in der Bewegungstherapie, welche Fortschritte sie macht. Die ganze Zeit habe ich sie hier nur im Rollstuhl hin und her gefahren und so. Das ist halt ganz was anderes, wenn man das jetzt wirklich sieht und ja, mitbekommt, was wirklich für Erfolge schon da sind. Und das gibt mir eigentlich jetzt noch mehr Hoffnung, dass es ja, zu fast 100% wieder wird. Viel Spaß macht Carola Zernik die tägliche Arbeit mit Julia Krüger, ihrer Sprachtherapeutin. Denn hier macht sie die größten Fortschritte. Hier ist Obst, da würde ich sagen, ist ein Apfel. Und wo einer schon hineingebissen hat. Ja. Und hier ist jetzt eine Geldbörse und das ist die geliebte Toilettenpapierrolle. Super, genau. Ja, genau. Jetzt geht's ans Schreiben, Frau Zernik. Ich weiß, die rechte Hand macht nicht mit, aber Sie versuchen es mit der linken, okay? Ja. Sie können den Text erstmal lesen bis zur ersten Lücke und dann das erste Wort einsetzen. Ja. Ein Chaos. Kaufwagen. Mhm. Kaufwagen. Gut, also, super. Mhm. Die macht mir noch sehr große Sorgen. Das dauert auch am längsten, hat man mir gesagt. Und ich würde sagen, dann mache ich zum Beispiel noch Computer, auch noch nebenher. Das ist auch gut. Ich finde, das ist alles so ein Stückchen voran. Ja, also das muss ich schon sagen. Gott sei Dank habe ich es nicht weit. Ich kann also relativ oft hier sein. Gerade Abendessen war am Anfang sehr wichtig für mich, dass wir dann gemeinsam gegessen haben. Ich ihr geholfen habe und sie hat es auch akzeptiert. Ja, und das ist ja auch ein Faktor, wo wir erst wieder lernen müssen, wie man sich gegenseitig braucht, plötzlich. Ja. Auch Dimitrios Tsakaloglu ist jetzt in der Reha. Nach dem ersten hat er sich inzwischen auch von dem zweiten Schlaganfall erholt.
Mit Therapeut Stefan Tremmel übt er für den Alltag zu Hause. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das auch in den Alltag bringen. So, als Kaffeebesitzer kennt man das dann. Dürfen Sie die Gläser mal nebeneinander stellen? Okay. Okay. Helfen wir, ums Glas zu halten oder zu unterstützen. Das ist nur Wasserstopp. Das dritte noch. Stopp. Stopp. Ich zeig's mal einfach hier. Ah, das. Und wieder zurück. Ah, immer. Und versuchen Sie es vielleicht sogar frei zu halten, dass Sie nicht aneinander schrubbeln, die Gläser. Genau. Da haben wir nämlich die Übungen von vorhin, von der Schulter, vom Arm. Genau. Schritt für Schritt auch wieder fein abgestimmte Bewegungen schaffen, ist das Ziel dieser Übung. Das Gesicht des Kaffeebesitzers verrät, was gleichzeitig trainiert wird, die Konzentration. Und Sie versuchen, mit beiden Armen gleichmäßig nach oben und unten zu gehen und auch den Griff richtig festzuhalten. Und nach rechts. Aufgabe spielend erledigt. Also sollte das mit dem Kaffee auch weitergehen. Wenigstens für die nächsten 30 Jahre, glaubt Dimitrios Tsakaloglu. 100 Jahre will ich arbeiten. Und so gerne das Kaffee mache. Das ist doch das Genau. Das ist ja Springen, Bewegung. Das ist es. Ja. Wenn man es gerne macht, ist es ja nicht die Arbeit. Vor allem alles bekannt, alles Freude, alles. Ja. Aber Sie sind ja auf dem besten Weg dahin. Ja. Ich freue mich, dass er da ist, dass er neben mir steht. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass er die ganz große Klaviatur jetzt noch nicht so drauf hat. Das ist für mich nebensächlich. Also ich bin froh, dass ich ihn noch habe und dass es so ausgegangen ist. Also, Auf die Arbeit mit Sprachtherapeutin Jessica Nierlich freut sich Dimitrios Tsakaloglu jeden Tag am meisten. Er findet, so lustig war es in der Schule nie. Wir haben hier verschiedene Aussagen und Sie sollen bewerten, ob die richtig oder ob die falsch sind. Jawohl. Okay? Jawohl. Die Sportler heben den Berg nie im Leben. Ja. Nie im Leben, genau, gut. Der Wirt zapft einen Teller, hat er gemeint. Ja, ist Blödsinn. Ach, nee, ne? Das. Was zapft denn der Wirt? Ein Bier. Ein Bier. Ein Bier. Ja, da kennen Sie sich aus, ne? Ja, gut, sehr gut. Mhm. Der Papagei pfeift eine Melodie. Und? Das stimmt ja auch. Stimmt ja auch. Das stimmt, okay, das ist ja schön vor allem, ja. Was müssen wir ankreuzen? Ja. Ja. Womit pfeift der Papagei? Mit. Na, wir haben den Mund und der Papagei hat einen. Das ist ein Ding, das ist ein Hobalb, sein Mundwerk ist und mit dem. Ja, Sie umschreiben es schon ganz gut, aber das hat noch mal ein bisschen einen anderen Namen beim Papagei. Ich gebe Ihnen noch mal einen Buchstabe. Schnabel. Schnabel. Schnabel, ja, der Schnabel. Wilma Schmidt, die dritte Schlaganfallpatientin, ist zur Weiterbehandlung im Heidelberger Bethanien-Krankenhaus. Ich hänge jetzt mal den gelben Ring, hänge ich jetzt mal dahin, okay? Ja. Nehme ich jetzt mal daher. So rein. Möchten Sie das auch mal probieren? Da muss er hin. Ja. Gell? Machen Sie das mal. Mal den Ring auf den Stab drauf. Sehr gut. Gut gemacht. Ja, meinen Sie, wir schaffen noch einen? Ja. Ja, ne? Können Sie mal noch einen nehmen, Frau Schmidt. Super. Nach dem Schlaganfall war Wilma Schmidts rechte Körperhälfte geschwächt. Davon ist nur noch wenig zu sehen. Doch sie ist teilnahmslos, spricht kaum und hat Probleme beim Schlucken. Ich habe jetzt ein ganz besonderes Menü. Das ist Eis. Damit Sie das gut im Hals spüren können. Gell? Das probieren wir jetzt mal zusammen aus. Nehmen Sie ruhig den Löffel selber, Frau Schmidt. Mhm. Genau. Gut, Sie schaffen das. Prima. Dann kann ich fühlen, ob Sie es runtergeschluckt haben. Ne? Die
Patientin hat durch den Schlaganfall Schluckstörungen entwickelt. Das passiert sehr häufig. Die Eisstimulation ist für schluckgestörte Patienten, insbesondere nach Schlaganfall, ein wichtiges Instrument, um die Sensibilität im Halsbereich so wieder zu verbessern, dass die Schluckreaktion schnell genug in Gang kommt und man sich nicht an Flüssigkeiten, die ja sehr schnell in den Hals hinunterlaufen oder auch mit krümeligen Bestandteilen, denken Sie an Reiskörner, die können sich sehr schnell nach unten bewegen oder Kekskrümel, um sich daran nicht zu verschlucken. Und ein Tee. Tee. Sehr gut, ganz laut. Tee. Tee. Und K. K. Genau. Und der letzte Buchstabe, den brauche ich nochmal ganz laut von Ihnen. K. K. Gut, das war viel besser. Hallo! Da draußen, die müssen uns hören. Versuchen Sie es mal ganz laut. Hallo! Genau. Noch Hallo. Einmal. Hallo. Sehr gut. Genau. Noch einmal ganz, ganz laut. Hallo! Jetzt. Okay. Und noch einmal mit Kraft. Hallo! Hallo. Gut. Das ist so doll, wie es halt geht. Ne? Genau. Und das ist die Überlegung, wenn Sie daheim in der Wohnung rufen müssen, dass Ihr Sohn kommt, dann müssen Sie ein bisschen lauter werden können. Ja. Gut, haben Sie es geschafft. Haben Sie gut gemacht. Prima. Dankeschön. Es sind Fortschritte zu sehen. Aber kann Wilma Schmidt jemals wieder allein mit ihrem schwerkranken Mann in der alten Wohnung leben? Also ich mache mir natürlich schon Gedanken, wie das weitergehen soll. Ich habe sie auch die ganze Zeit schon gepflegt, meine Mutter und mein Vater auch, morgens und abends für mehrere Stunden. Aber wie das dann in Zukunft sein wird, das, dazu kann ich gar nichts sagen, das im Augenblick. Für Wilma Schmidt wurde eine Lösung gefunden. Sie ist in das neue Generationenzentrum in St. Ilgen südlich von Heidelberg gezogen. Sie hofft, dass ihr kranker Mann bald zu ihr zieht. Jetzt, Frau Schmidt. Das Sprechen fällt ihr immer noch schwer, doch verstehen kann sie sehr viel. Auf EG. Super. Erst 8 Senioren wohnen in dem neuen Haus. In wenigen Wochen sollen es 45 sein. Am meisten freut sich Wilma Schmidt jedoch auf die vielen Kinder, die bald unten im Kindergarten für Leben und Abwechslung sorgen werden. Haben Sie auch Kinder, Frau Schmidt? Ja. Wie viele haben Sie denn? Zwei, drei Kinder. Da unten sind bisher auch noch nicht mehr. Die haben gerade erst aufgemacht. Okay. Wenige Tage vor dem Ende der Reha verrät Kaffeebesitzer Dimitrios Tsakaloglu, wie es ihm geht. Die Ärzte waren so gut hier. Und das Personal vor allem. Und darauf hoffe ich und ich kann mich darauf verlassen, dass es doch besser werden wird demnächst. Ich habe von Woche zu Woche gemerkt, wie ich aktiv und aktiver wurde und viele Dinge gut gemacht habe. In 3 Tagen bin ich entlassen und dann habe ich noch Zeit genug, darüber nachzudenken, wie es dann weitergeht. Über sein Café ist das letzte Wort jedenfalls noch nicht gesprochen. Carola Zernik wird noch 2 weitere Monate in der Reha-Klinik bleiben. Sie ist sehr ehrgeizig, verpasst keine Therapiestunde. Und wenn ihr Mann da ist, heißt es, komm, lass uns trainieren. Es geht mir sehr, sehr, sehr gut. Also auch jetzt von der Gesundheit geht es jetzt ein bisschen aufwärts. Bis auf meinen rechten Arm, der schafft mich noch. Aber sonst bin ich sehr, sehr zufrieden und vor allen Dingen mit der Sprache geht es auch voran und meine ganzen Mundwinkel sind auch schon fast wieder da. Ich freue mich, wenn ich das erste Mal mit der Enkelin richtig spielen kann. Das wäre mein größter Wunsch. Mit links schreiben? Das klappt jeden Tag besser. Und mit Kreuzworträtseln macht es sogar Spaß. Ungefähr vor 4 Wochen bin ich dann auf links geschwenkt. Ja. Geht ganz gut. Carola Zernik hat in Akutklinik und Reha erfahren, dass es einen Weg zurück ins Leben gibt. Und allein schon wegen ihres Enkelkindes möchte sie bald wieder voll einsatzfähig sein.